Eine Straße in Oldenburg. Eine Straße mit vielen verschiedenen Häusern. Es ist deine Straße. In dieser Straße leben ganz verschiedene Menschen. Es leben dort junge Menschen, alte Menschen, Familien mit Kindern, Rentner und natürlich auch Studenten in WGs. Und alle diese Menschen in dieser Straße bekommen ihre Lebensmittel von einem Ort. Sie bekommen ihre Lebensmittel direkt aus einem großen Garten. Sie versorgen sich selbst. Sich selbst zu versorgen. Was für ein Traum. Ein Traum, den schon John Seymour in den 70er Jahren in seinem Buch Leben auf dem Lande beschrieb. Geht das in Oldenburg, sich selbst zu versorgen? Ja, das geht. Mit der solidarischen Landwirtschaft kannst du, können deine Nachbarn Lebensmittel direkt vor Ort bekommen. Zwar nicht direkt vor deiner Haustür, aber direkt vor den Toren deiner Stadt. Dort gibt es einen großen Garten. Vielmehr, es gibt einen großen, vielfältigen Bauernhof. Es gibt dort Kühe, Schweine und ganz verschiedene Felder. Dort wächst Getreide, dort wächst Gemüse, es gibt dort ein Feld mit gelben und grünen Zucchini, es gibt ein Feld, auf dem wachsen bunte Salate, es gibt ein Feld mit Porree, ein Feld mit Kürbis, ein Feld mit Möhren, alles was du brauchst. Solidarische Landwirtschaft wird auch Solawi genannt. Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass die Bauern, die Bäuerinnen auf dem Land sich zusammenschließen mit Menschen in der Stadt. Die Bauern auf dem Land und die Menschen in der Stadt, die in den großen gesellschaftlichen Debatten oft gegeneinander ausgespielt werden. Diese beiden reichen sich die Hand. Sie schauen gemeinsam in eine Richtung und planen ihren Bauernhof. Einmal im Jahr kommen alle Mitglieder auf den Hof, um gemeinsam mit den Bauern das Jahr zu planen und den Etat bereitzustellen. Solidarische Landwirtschaft heißt absolut kurze Transportwege. Die Milch von den Kühen fließt nur wenige Meter bis in den kupfernen Käsekessel, wo Henning aus deiner Milch 15 verschiedene Käsesorten herstellt, Quark, Joghurt und Frischkäse. Dein frisch geerntetes Gemüse fährt nur ca. 15 Kilometer bis zu dir, in deine Straße, in deinen Stadtteil. Dort kannst du es mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn aufteilen und auswiegen. Kurze Transportwege. Gemüsetransporte aus Südeuropa, aus Spanien, Almeria werden völlig überflüssig. Denn Gurken, Tomaten, Paprika können im Sommer auch hier wunderbar in Norddeutschland wachsen. Futtermittel, Importe aus Brasilien, die großen Mengen Soja für die Milchkühe sind völlig überflüssig. Alles, was unsere Kühe brauchen, können wir auch hier vor Ort produzieren. Es gibt wunderbare Weiden und wunderbares Heu für den Winter. Wir schaffen unseren eigenen Markt, völlig frei vom Weltmarktpreis. Egal wie die Getreideernte in Kanada ausfällt oder wie viel Möhren in Italien gewachsen sind, alles das zählt für uns nicht. Wir können uns höchstens Sorgen machen, ob es genug regnet hier vor Ort, damit meine Möhren auch wachsen. Vielleicht freuen sie sich dann auch, wenn es mal einen schönen starken Regen gibt, dann wissen sie, es gibt wieder mehr Möhren im Winter. Es ist für alles gesorgt. Ich mache mir mal einen gemütlichen Tag, einen richtigen Bauernsonntag. Das ist ganz wunderbar. Kenne deinen Bauern. Das ist absolute Transparenz. Ich bin Eike. Ich fahre für dich raus aufs Feld. Ich baue Kartoffeln für dich an. Ich baue Getreide für dich an, woraus mein Bäcker wunderbares Roggenbrot bäckt
im Holzbackofen. Das ist wirkliche Transparenz. Wir brauchen nicht hunderte von Labels, die Vertrauen erzeugen sollen, sondern sie kommen einfach vorbei, sie schauen, sie gehen auf ihren Hof, gucken, was die Kühe machen, gehen auf die Weide, schauen, wie es den Tieren geht, schauen sich das Gemüse im Gewächshaus an, auf den Feldern. Mehr braucht es nicht. Und da braucht man sich auch keine Gedanken machen, ist das wirklich Bio oder nicht, sondern man guckt sich es einfach an. Kenne deinen Bauern. Kenne Sebastian, der jeden Morgen als Erster aufsteht und die Kühe von der Weide zum Melken holt. Kenne Jonas, der zweimal am Tag die Schweine füttert. Kenne Stefanie, die jeden Tag nach den Pflanzen schaut, die Gewächshäuser lüftet und die reifen Tomaten im Sommer erntet. Bei der solidarischen Landwirtschaft kennst du auch Dörte, die jede Woche für dich frische Kräuter bündelt und schneidet. Solidarische Landwirtschaft heißt auch, saisonal sich zu ernähren. Solidarische Landwirtschaft heißt, die Jahreszeiten wieder schmecken. Es beginnt im Frühling, wenn im Gewächshaus die ersten Radieschen reif werden, aus deren Blättern du eine wunderbare Cremesuppe kochen kannst. Der erste Kohlrabi, der erste zarte Spinat. Alle warten drauf und freuen sich, dass er endlich kommt. Es geht dann weiter in den Sommer mit Zucchini, mit Paprika, die Tomatenzeit. Es gibt Unmengen an Gurken und zum Beispiel Zuckermais, Brokkoli, Spitzkohl. Das kennzeichnet den Sommer. Es folgt der Herbst, auch mit einer großen Vielfalt. Es gibt spannende Dinge wie ein Zuckerhutsalat, Endiviensalat oder andere spannende Dinge, Wirsingkohl, Kürbis, das kennzeichnet den Herbst. Auch der Winter ist in Norddeutschland recht vielfältig. Es gibt saftige rote Beete, süße Möhren den ganzen Winter, würzige Pastinaken, es gibt jede Woche frischen Porree, es gibt wunderbaren Feldsalat den ganzen Winter. Feldsalat hat die Fähigkeit, der kann einfrieren, und er hängt schlaff da und am Nachmittag wächst er wieder weiter. Das ist ganz faszinierend zu sehen. Und in Oldenburg darf natürlich der Grünkohl nicht fehlen. Bei der solidarischen Landwirtschaft kannst du auch die Landwirtschaft erleben. Du kannst im Frühjahr dabei sein, wenn die Erdbeeren gepflanzt werden. Du bist dabei im Sommer, wenn die Bohnen gepflückt werden und die Erdbeeren gepflückt werden. Du bist dabei im September, wenn die Zwiebeln geerntet werden, wenn alle hinausfahren, zusammen als ganze Familie aufs Feld hinausfahren, um die gelben Zwiebeln, die trocken auf dem Feld liegen, vor dem Regen hineinzuholen. Was bedeutet solidarische Landwirtschaft für Oldenburg? Für 300 Menschen, die in deiner Straße leben, brauchen wir einen kleinen Bauernhof. Einen kleinen Bauernhof mit 28 Kühen, mit 20 Schweinen. Und dieser Bauernhof braucht 20 Mitarbeiter, die alle Aufgaben erledigen. Das bedeutet für Oldenburg mit 160.000 Einwohnern brauchen wir 500 solcher kleinen Bauernhöfe. 500 kleine, vielfältige Bauernhöfe können Oldenburg versorgen. Jede Straße hat seinen eigenen Bauernhof. Alle Lebensmittel werden hier vor Ort regional produziert. Das bedeutet bei 20 Mitarbeitern pro Bauernhof 10.000 Arbeitsplätze. Das muss man sich mal vorstellen. 10.000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Hier vor Ort wunderbare, wertvolle, vielfältige Arbeitsplätze. Das Geld bleibt in der Region. Es gibt einen eigenen Wirtschaftskreislauf. Und wenn man dies auf die Fläche umrechnet, kann man dies sich bildlich vorstellen. Es gibt 15.000 Hektar Ackerland, wo kein Mais wächst, sondern vielfältige Dinge. Es wächst dort Roggen, es wächst dort Hafer. Es gibt Felder mit Gemüse und Kartoffeln.
Triste Felder, auf denen Glyphosat verspritzt werden oder Pestizide eingesetzt werden, sind nicht zu sehen. Übrigens ist es gerade die schlimmste Jahreszeit hier um Oldenburg. Gerade guckt der Mais aus der Erde. Die nächsten 2 Wochen sollten Sie schnell Urlaub buchen, denn es stehen die Herbizidbehandlungen im Mais an, also Fenster zu oder wegfahren. Also die nächsten 2 Wochen wird hier unheimlich viel gespritzt um Oldenburg. Und weil es nur Mais gibt, ist es dann nach 2 Wochen wieder vorbei. Genau, aber das wäre dann vorbei und geschafft. Solidarische Landwirtschaft für Oldenburg heißt auch 20.000 Hektar artenreiches Grünland. Das heißt Lebensraum für viele Vögel und Insekten. 20.000 Hektar Grünland, die rund um Oldenburg ökologisch bewirtschaftet werden. Es gibt viel zu tun. Derzeit gibt es 240 Solawi-Höfe in Deutschland und es werden jedes Jahr mehr. In Niedersachsen gibt es schon 23 Höfe, die solidarisch wirtschaften. Wenn ihr genau schaut, in Oldenburg findet ihr in diesem Jahr 2 Höfe, die solidarische Landwirtschaft betreiben. Sprecht eure Nachbarn an. Begeistert eure Freunde für regionale Lebensmittel. Schließt euch zusammen. Schaut, wo der nächste Bauer ist, der nächste Landwirt und sprecht ihn an und fragt ihn, ob er nicht mit euch solidarische Landwirtschaft machen möchte. Es gibt so viel zu tun. Lasst uns beginnen. Lasst uns die regionale Lebensmittelversorgung hier in Oldenburg gemeinsam gestalten. Dankeschön.